geworfen. Guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt schon genug Mat und Kaffee getrunken. Jetzt geht es um eher so ein bisschen Politik, kommt jetzt so ein bisschen auf euch zu. Weil ich stelle mich mal vor, ich bin Ellen Nerdinger, ich bin Kulturroffelkopter, sage ich selber, für die Piratenfraktion im Nordrhein-Westfälischen Landtag in Düsseldorf. Und mein Baby, mein Projekt ist es vor allem, weil ich halt selber natürlich in der Hackerspace, Makerspace-Welt lebe und meine Freizeit verbringe und mir diese Orte unheimlich wichtig sind und vor allem deren Nutzen sehr wichtig ist. Natürlich trage ich also sozusagen die Kultur, wo ich herkomme oder wo wir herkommen, in die Politik rein, um da nicht nur also was Gelder betrifft, sondern auch was gesellschaftliche Anerkennung betrifft, da reinzutragen und auch für Sichtbarkeit zu sorgen. Und das Ganze fing also an mit, oh, super, ich kann nicht vordrücken, eben ging das. Ah. Ja, gut, und zwar, das fing an, also 2012 sind wir ja in den Landtag reingewählt worden. Und ich nenne diese Zeit zwischen 2012 und 2013 war so die Inkubationszeit des Projektes. Ich habe nämlich sehr eng mit Jens Ohlig aus Berlin zusammengearbeitet. Das ist einer der Menschen, die die Hackerspace Design Patterns zusammen entwickelt haben. Das war, glaube ich, noch der Pylon und noch jemand anders, die halt zusammen diese Design Patterns entwickelt haben, Ideen und Gestaltungshinweise für Hackerspaces, und wir haben zusammen damals schon eine Umfrage entwickelt. Diese Umfrage dient jetzt für eine Studie, die jetzt sozusagen an den Start geht, um zu ermitteln, was Hackerspaces wollen, wo sie hinwollen und ob sie überhaupt hingehen wollen und mit Politikern oder öffentlichen Stellen überhaupt kommunizieren. Dann haben wir 2014, war ich letztes Jahr in Stuttgart auf der Easter Hack und habe die Idee der Community quasi das erste Mal vorgestellt und diskutiert und erläutert, dass es überhaupt bei uns dieses Projekt gibt. Und das, die Resonanz war freundlich. Da wusste ich gut, es wird jetzt keine großen Scheißestürme auf uns zukommen. Machen wir erstmals weiter. Und 2015 im Januar hatten wir es endlich geschafft. Nach auch langen Verhandlungen war dann ein Tagesordnungspunkt im Ausschuss für Kultur und Medien in NRW so über Hackerspaces. Da war eben der Joel und Nomaster neben mir, der neben mir sitzt. Der wird auch gleich mal erzählen, wie das war, sozusagen als Akteur vor diesen ganzen Politikern zu sitzen. Und die ganze Situation wäre sehr lustig, das seht ihr auch gleich. Und das ist sehr gut gelaufen. Also man hat, also kann ich jetzt schon so ein bisschen vorab sagen, nächste Folie, einfach auf Weiter klicken. I see. Genau, Politiker. Da ist man nämlich also diesen Politikern begegnet. Ich kannte sie halt schon, weil ich halt eben als Referent immer neben meinem Politiker sitze und quasi die Sachen, die ich erarbeitet habe, kriege dann mein MDL. Und da wird dann also diese Sache mit der Politik gemacht, oder ja. Auf jeden Fall hatten wir dann Joel und den Mick, den No-Master, im Ausschuss, und das sah dann so aus. Linke Master. Ja, genau. Das ist also der schöne runde Saal. Ja, da bist du. Und das Schöne ist, ihr seht die Situation. Das ist also so ein wirklich so Knights of the Round Table mäßig. Und normalerweise, wenn Menschen in diesem Saal Vorträge halten, sitzen sie. Sie sitzen brav da und erzählen, und hinter ihnen ist halt diese Präsentationsleinwand, und alle gucken wohlwollend, hören zu und klopfen hinterher auf die Tische. Joel und Mick sind aufgestanden und haben damit erstmals diesen ganzen Raum so ein bisschen produktive Unruhe reingebracht, wie ich das so gesehen hatte. Und selbst in unseren Reihen so, was machen die da, was machen die da? Aber ich so, nee, lass das mal, das ist gut. Weil einfach die Leute aus ihrem Trott rausgekommen sind, sich auch, wie ihr seht, so umdrehen mussten, um zu sehen, was da los war. Und sehen wollte, ja, was stehen die da, was machen die da? Und
das kam ziemlich gut an und es gab unheimlich interessante Wortbeiträge und Fragen von den Politikern, die hinterher kamen. Ich werde jetzt erstmal so ein paar Bonbons zeigen. Also das erste ist der Ausschussvorsitzende, der Herr Schultheiß von der Roten Fraktion. Er hat vor allem halt nett gefunden, das war etwas, was ich auch gehofft hatte, ist ja manche der Spaces, zum Beispiel eben das Chaosdorf bei uns in Düsseldorf. Wir kochen ja auch, wir brauen Bier, wir legen auch sehr viel Wert auf Genusshacking, auf Quality Alcohol. Bei uns gibt es Whisky, bei uns wird Bier gebraut, bei uns gibt es auch Gin-Vorrat und Weinvorrat in einem Räumchen, sofern man Glück hat. Und das wurde halt auch in diesem Talk wiedergegeben und wie man sieht an diesem Zitat, es hat sofort Anklang gefunden. Sag, boah, geil, ihr macht nicht nur das mit Technik und Medienkompetenz und Leuten beibringen, wie sie sich im Netz schützen oder wie sie Programme schreiben können, sondern ihr genießt ja auch noch, das ist ja wirklich Kultur, was ihr da macht, geil. Das nächste war dann halt von einem Grünen, den hat das halt einfach interessiert, wie jetzt dieser Dialogprozess, das ist ja auch etwas, was wir mit anstoßen wollten, dass für die Spaces, die Lust haben, vielleicht für gewisse Projekte, sei es Chaos macht Schule oder Projekte, die zusammen mit irgendwelchen anderen Kultureinrichtungen vor Ort laufen könnten. Ein Beispiel ist, bei uns in Düsseldorf haben wir ja mit dem Forum Freien Theater gab es schon was. Kannst du ja gleich gerne erzählen. Du warst ja dabei. Und das sind halt einfach so diese Anknüpfpunkte an andere Kultureinrichtungen, an offizielle Stellen, die einfach einem Space, sei es ein Hackerspace, Makerspace oder FabLab, mehr Wirkungskreis geben kann, wenn sie denn möchten, um dann einfach auch durch diese stärkere Wirkung auch mehr Möglichkeiten haben, sich weiterzuentwickeln. Das hier hat uns vor allem für Gelächter gesorgt. Also der FDP-Mensch tatsächlich hingegangen hat, gefragt, sag mal Leute, wärt ihr eigentlich beleidigt, wenn ich eure Einrichtungen als anarchische Volkshochschulen bezeichne? Ich musste mir wirklich Mühe geben, also ein Straight Face zu halten in diesem Ausschuss. Natürlich hat man da natürlich so ein gewisses Kopfkino dabei. Ja, ich habe mich dann in der Situation gefühlt, dass ich jetzt im Landtag NRW sitze und etwas über Anarchismus sage. Und das Lustige ist, die Diskussion zog sich weiter durch den gesamten Slot. Also es war tatsächlich so, dass immer wieder, selbst also so von den Politikern heraus, das Wort Anarchismus oder Anarchie positiv konnotiert diskutiert worden ist. Also so ein bisschen Brickshitting war vorhanden, auch auf unserer Seite. Gut. Dann halt natürlich die Frage, ist das Konzept provinztauglich? Das ist halt auch etwas, was mich beschäftigt, weil wenn ich mir jetzt mal beispielhaft, gut, ich wohne jetzt da, komme eigentlich aus Baden-Württemberg, da könnte man sich die Frage auch stellen, ob eben Hackerspaces, Makerspaces und FabLabs provinztauglich sind. Ich sage im Prinzip ja, weil Technologie oder Tüftelei gibt es nun mal nicht nur in Städten, sondern auch auf dem Land. Ich denke jetzt zum Beispiel, bei uns in NRW hat man das Sauerland. Da sind unheimlich viele Ingenieure. Da sind auch unheimlich viele leerstehende Gebäude oder Fabriken oder halt auch einfach ältere Ingenieure mit Wissen, die das gerne weitergeben würden. Ich habe mich auch vor Ort mit ein paar Leuten da unterhalten, die gesagt haben, boah, wenn man hingehen könnte und ganz auf der Luft begriffen hier bei uns im Sauerland Dollar leerstehende Schule nehmen und hier ein paar von den älteren Leuten, verrenteten Ingenieuren, die jungen Leuten Sachen beibringen können, ohne jetzt schulische Hintergründe, sondern nur auf rein Vereins-Makerspaciger, Hackerspaciger Basis da Sachen auf die Beine zu stellen, wäre das eigentlich ziemlich cool. Schon allein einfach nur, um auch Nachwuchs zu fördern und Innovationen zu fördern. Auch ohne jetzt erstmals an Geld zu denken, sondern nur eben kulturell gesellschaftlichen Nutzen draus zu ziehen. Nächste ist auch ein Thema, da fand ich eigentlich sehr schön, dass es auch ausgerechnet auch noch aus der CDU kam, ist das Thema Erwachsenenbildung.
Da wären wir auch wieder bei den anarchischen Volkshochschulen. Weil auch mal so ein dickes Brett, das wir in NRW teilweise bohren, ist, dass die Landesregierung hingeht und das Thema kulturelle Bildung und viele Kulturangebote auf Kinder und Jugendliche zuschneidet, was zwar sehr schön ist, aber wenn die Eltern, Großeltern, Tantes, Onkels und Freunde von Kindern nicht auch eine Ahnung haben, ist es irgendwie ein bisschen traurig und da geht einiges an Potenzial verloren. Und wir sind halt die, die sagen, wie eben auch in Hackerspaces, es muss Möglichkeiten geben für Leute, die jenseits von Kindergarten und Schule sind, sich weiterbilden zu können, kreativ sein zu können und eben auch Kulturtechniken zu erlernen. Und nicht nur auf die Arbeit gehen, nach Hause gehen, Fernsehen gucken, RTL 2 und Bett. Wobei wir den Menschen tatsächlich gekriegt haben, als wir vom Bierbrauen erzählt haben. Genau, das war der, ja. Und jetzt kommt eben Presente ich Nomaster. Er war ja eben dabei und ich würde mich sehr freuen, wenn du so ein bisschen was von den Eindrücken, die du quasi als Referent vor, also als Vortragender vor diesem Ausschuss, wie du dich gefühlt hast, wie das so war, diesen Raum zu hacken. Ja, okay. Also ihr müsst euch vorstellen, ihr werdet von eurem Politiker eures Vertrauens eingeladen, in den lokalen Landtag zu kommen und dann, ihr habt es auf dem Foto gesehen, ich habe ein Hemd getragen, weil ich weiß ja nicht, was ich mir da anziehen soll. Ich dachte so, übliche Cargohosen-Pulli-Sache vielleicht nicht unbedingt. Ich war mir nicht sicher, was der Joel anzieht, wir haben uns nicht besprochen. Ich habe ein Hemd. Das habe ich dann angezogen. So, gedacht, naja gut, ich habe lange Haare, das muss irgendwie reichen. Das muss irgendwie konterkariert werden. So, solche Gedanken gingen mir durch den Kopf. Und dann haben wir hier bei Torte im Büro gesessen, haben dann noch die Präsentation schnell zusammengebastelt. So, sind dann haben den Konsens zwischen drei Leuten innerhalb von 30 Minuten hergestellt, glaube ich. Das war auch so ein Ding. So, weil ich finde, bei solchen Vorträgen ist es sehr wichtig, sich darauf einzulassen. Also man kann das... Also ich kann sowas unmöglich vorbereiten, weil ich keine Ahnung habe, wie ein Vortrag aussieht in so einem Laden und dass ich keine Ahnung habe, was die Leute erwarten. Also haben wir einfach beschlossen, wir pfeifen drauf, wir machen das so, wie wir es für sinnig halten. Und so ein Vortrag ist ja nicht nur eine Informationsveranstaltung, sondern das ist ja auch eine Art Performance. Also dass wir halt auch die Art und Weise, wie wir Dinge tun, dabei rüberbringen, indem wir halt den Vortrag halten und nicht unbedingt in dem, was wir sagen, sondern wie wir es machen. Ja, dann bin ich da halt hin, dann habe ich ja meinen Laptop aufgeklappt, dann wollte ich ihn an einen Beamer anschließen und das ging dann schon nicht. So, beziehungsweise nein, eigentlich haben die da einen Laptop, mit dem man vortragen soll. Hier in dem Protokoll steht, dass wir eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet haben. Das stimmt nicht, es ist eine Google Slide-Präsentation gewesen, so wie die hier auch. Naja, dann auf dem Vortragsrechner, der da so ist, hat dann die Kollegin, die sich da um die IT kümmert, dann das dann aufgemacht und das Erste, was dann kam, war so eine Fehlermeldung, dass Google Slides auf dem Internet Explorer der Version unter Windows XP nicht unterstützt wird. So. Ja, die Landtagsrechner hatten Ende 2012 hatten die nur Internet Explorer. Es war also wirklich grauenhaft. Ja, dann haben wir dann halt das Ding nicht im Vollbild gehalten, also dass da oben dann auch die Menüleiste, es hat noch irgendwie funktioniert, wir hatten ja eh keine YouTube-Videos eingebunden, doch, wir hatten sogar eins eingebunden, das hat auch funktioniert. Also wir haben das ein bisschen angespielt, das ging dann, aber ich wollte eigentlich zur Sicherheit meinen Laptop anschließen, dann kam man zu dem nächsten Problem, ich sah halt so diesen Beamer da stehen, ich sah mein Laptop da stehen, dann sah ich das VGA-Kabel da liegen, mein Laptop hat aber keinen VGA-Anschluss. Dann so habe ich gefragt, wo ist denn hier das HDMI-Kabel? Dann sagte ich, ja, weiß ich nichts von so, ne? Dann haben wir es halt so gesucht und dann hat der Daniel Schwert, der halt auch Landtagsabgeordneter ist, dann gesagt, das geht so nicht, hat dann sein Handy rausgenommen, hat die IT des Landtags angerufen, mit denen 10 Minuten diskutiert am Telefon, dann aufgelegt, in den Raum getönt, im Landtag Nordrhein-Westfalen gibt es kein HDMI-Kabel. Das ist übrigens in anderen Besprechungsräumen, hast du nur VGA. Also auf diese Art haben wir natürlich schon eine Art technologische Überlegenheit zelebriert, weil wir HDMI haben, es ist die Zukunft. Ja? also zumindest kam es bei den Leuten, glaube ich, so diffus an, als dass die Leute, die machen irgendwie was mit Technik und die haben uns irgendwie was voraus oder so. Also ich wollte die jetzt auch nicht verhöhnen, also darum ging es mir wirklich nicht. Es ging mir nur darum, dass wir jetzt halt nicht, also ich wollte irgendwo
ankommen zwischen Hightech-Laborant und Hausbesetzer. Ja? Also man, das eine möchte man haben, das andere unbedingt nicht, aber man kriegt es nur zusammen. Ne? So ungefähr in die Richtung. Ja, und dann haben der Joel und ich das so in so einer Doppelshow vorgetragen. Das kannten die wahrscheinlich auch nicht. Also, Doppelshow kennen sie schon, aber das ist meistens eher so ganz geordnet. Weil vorher hattest du ja auch so eine Doppelshow von der Kulturstiftung NRW. Ja. Die dann auch so da saßen, da saß halt der erste Herr Behrens da, hat erzählt und honorig und ja, und wir haben das dann und dann gegründet und die gefördert, das und das. Und hier für die Fördermodalitäten wird jetzt Dollarfrau Lady sprechen und Dollarfrau Lady sprach auch und das war alles ganz fein und brav und schön und geordnet. Paternalistisch. Und dann kamen die Hacker. Ja, genau. Also da waren tatsächlich zwei vor uns, die haben auch mal locker eine Stunde erzählt, glaube ich, sogar mehr. War nicht unbedingt uninteressant, weil ich dadurch halt auch so ein bisschen die Leute beobachten konnte, so wie sie interagieren, ein bisschen auch abprüfen konnte, wann sehen sie interessiert aus, wann nicht, ne? Also was ist so deren Gestus für, das ist jetzt langweilig, ne? Weil das ist, glaube ich, wichtig, dass man sowas versteht. So diese Rückkommunikation vom Publikum zum Vortragenden ist ja äußerst subtil, aber irgendwie auch verständlich. Naja, und die Leute tragen da halt von ihrem Platz vor. So. Und wir sind dann halt nach vorne, haben uns vor die Leinwand gestellt, weil wir halt irgendwie nicht möchten, dass die Leute so ein Gesichtstennis spielen. So, da ist der Vortrag, da sind die Vortragenden, da ist die Präsentation, da sind die Vortragenden. Ich meine, die Leute vor uns hatten auch eher langweilige Slides. Das ist dann halt so dieses typische, ich nehme PowerPoint, dann tue ich möglichst viel Text auf einen Slide und den lasse ich dann für 10 Minuten stehen. Na gut. Wir haben da so ein bisschen Übung. Ja, Torte zeigt das vielleicht gerade so ein bisschen. Ja, so, hier, ja. So sahen halt die anderen Slides ungefähr aus. Genau, und dann so die waren halt mit irgendwelchen Tabellen und so, vor allem Zahlen, die man kaum lesen konnte. Auch wenn es auf einem großen Bildschirm war, hat das irgendwie sehr... Halt irgendwie so ein Graph und da geht es so nach oben. Das sieht gut aus. Ne? Hey, Success! Sowas hier. Also da gibt es halt diese üblichen Sachen. Und ja, wir haben dann so ganz modern, wie man das so macht. Ist voll abgefahren, das ausgedruckt zu haben hier. ich hätte einen Vortrag ausgedruckt. Hardcopy. hat das halt so funktioniert, dass wir halt... Ich mag ja große Typo, so ein bisschen aufgeräumter und dann halt direkt irgendwie, damit die Leute das verstehen, einfach mal ein Foto Symbolbild, genommen. Und wie das so ist, die meisten Fotos, die man im Internet findet, sind Fotos, die Mitch Altman von der Noise Bridge gemacht hat, deswegen ist das auch so eins. aber da konnten die Leute dann, es ist jetzt ein bisschen schwer erkennbar, weil es schwarz-weiß ist auf dem Laserdrucker, aber so, damit die Leute, die dort sitzen, sich irgendwie in diesen Raum hineinfühlen können. Weil ich denke, dass es ganz wichtig ist bei den Spaces, die wir machen, dass es so eine Selbstmanipulation durch Innenarchitektur ist. Ja? Also, dass man halt sich so in einen Raum baut, der so sehr fantasievoll ist, so zukunftsgerichtet, offen, nett ist, so der so immer diesen Charme einer Mischung zwischen Kindergarten und Werkstatt so hergibt, dass die Leute sich da so reinfühlen können. Und dann haben wir versucht, die so mitzunehmen, indem wir halt immer so hin und her gegangen sind, mal... ich komme ins Papier nicht zurecht. Ja, geht nicht so gut zu swipen, ne? Wie geht das? Also, dass wir halt mal so auch gesagt haben, so sieht eine Werkstatt aus. Dann aber auch mal so Begriffe definiert haben und die so mitgenommen haben. Ich hatte dann halt, ich glaube, was ganz gut funktioniert hat, ich will da nicht zu lange, ich komme nur nicht ganz kurz. Ich bin durcheinander hier. Können wir jetzt gleich noch reden, aber. Wo dann halt auch sogar der CDU-Politiker, wie man so sagt, sogar der CDU-Politiker. An ja, sich. Das ist mir ja so ein Anliegen. Ich möchte solche Menschen ja auch erreichen. So, ja? Wirklich. Ich suche noch ein bisschen. Meine Güte. eine Wortwolke. Also natürlich, das hat man eben schon gesehen auf dem Foto. Ne? Ich finde es halt wichtig, be excellent to each other, dass wir das erklären den Leuten, was das eigentlich heißt. Ne? Ich finde die Folie nicht. Meine Güte. Nee.
Ist weg. Na gut. Suche ich jetzt nicht weiter. Also ich hatte eine Folie, da waren halt ganz viele Begriffe drauf, was man alles machen kann. Lasercutting, Software entwickeln, Bier brauen, 3D-Druck, kochen, sich, Gruppentreffen, Vortrag, alles mögliche, damit die Leute halt so ein Spektrum aufgemalt bekommen. Und ich habe dann wirklich gesehen, wie die Leute sich so ihr Lieblingswort auf der Folie rausgepickt haben und dann halt oh gemacht haben. So. Darauf kommt es mir an, so dass jeden Einzelnen zu erreichen, zu sagen, das ist auch ein Ort für dich. So. Und das ist nicht nur ein Ort für Leute, die vorm Rechner rumsitzen und obskure Dinge tun, von denen du keine Ahnung hast. So. Ja. Und ich glaube, das ist das, das hat was ja auch geholfen. Hat, so. Und ja. Um noch so ein bisschen so wieder so einen Rücksprung zu machen zu 2012, was ich vielleicht noch gern erwähnen möchte, als wir quasi so unseren so größeren, ersten größeren Auftritt mit allen anderen halt so nach der Wahl im Kulturausschuss hatten, hatte halt die Kulturministerin Frau Schäfer in NRW, hatte eben ihre Regierungserklärung abgegeben und darauf gibt natürlich aus jeder Fraktion sozusagen in einer ein bisschen kürzerer Rede auch sozusagen ihre Ziele und ihre Reaktionen auf diese Regierungserklärung ab. Und ich hatte da, hatten wir eigentlich schon gesagt, ja gut, wir erwähnen jetzt schon mal Hackerspaces, weil das etwas ist, was wir auf der Agenda haben für die nächsten 5 Jahre und das möchten wir euch gerne so näher bringen und euch einladen, euch mit diesem Thema zu beschäftigen. Und auch in dieser Sitzung hatte sich die Ministerin, nachdem dieses Wort Hackerspaces gefallen ist, mit einer kurzen Erklärung, hat man gesehen, ihr Gesicht interessiert, hat noch kurz neben sich gefragt, wirklich, habe ich das verstanden? Und dann hatte sie gefragt, oh, das interessiert mich, oh, das würde ich mir gern etwas näher ansehen. Und eines der Ziele in Düsseldorf ist, das irgendwann mal vielleicht so weit zu bringen, dass tatsächlich eine Kultusministerin einen Hackerspace betritt. Gut, und dafür müssen wir natürlich das Thema ein bisschen darstellen. Dafür machen wir ja eine Studie am Making Science. Ich bin ja die Forschungstorte. Und die Einladungen habe ich schon rausgeschickt. Manche von euch werden vielleicht schon in euren offiziellen Mailpostkästen Mail von der Piraten von hackerspaces@piratenfraktion-nrw.de bekommen haben. Ich, Bösewicht, habe die Sachen verschickt. Und zwar habe ich schon angefangen damit, das habe ich jetzt auch extra als Totholz mitgebracht, ist eine Liste, die ich anhand von hackerspaces.org, dem Wiki, erstellt habe von allen Hackerspaces, Makerspaces und Fablabs in Deutschland. Ich habe einfach jetzt diese Mail auch bisschen personalisierter verschickt, damit jeder sich auch angesprochen fühlt und nicht das Gefühl hat, oh, ich kriege jetzt einen scheiß Spam. Und es gab schon wirklich recht freundliche Antworten schon. Bisher nur eine eher negative Antwort und es sind etwa 114 Spaces in Deutschland, die es gibt. Das ist beachtlich. Also die größte Menge sind 23 in Nordrhein-Westfalen. kurz darauf gefolgt aus Nordrhein-Westfalen. Und genau, also überwiegend positive Resonanzen. Sehr viel haben wir bekommen wie, boah, toll, dass ihr euch überhaupt um das Thema kümmert, schön. Man hat das Gefühl, oh ja, wir werden mal sichtbar gemacht. Und uns ist es ja auch wichtig, so unterliegend, wo es nicht nur also oberflächlich um Hackerspaces und diese ganze Kultur geht, sondern auch ganz spezifisch der Commons-Gedanke, das Gemeingut, weil in den Spaces lebt man Commons, man lebt Gemeinsamkeit, man lebt das Teilen miteinander oder auch eben miteinander umgehen in einer sehr sich gegenseitig achtenden Art. Be excellent to each other. Und diese also so ganz tiefe Philosophie drunter wollen wir eben auch viel mehr politische und gesellschaftliche Anerkennung geben. Und ich, sagen wir mal, aus meinem Bauchgefühl heraus habe ich rausgezogen aus den Resonanzen, die bisher kamen, dass die Leute das auch genauso aufgefasst haben. So. Ende April, also Ende diesen Monats, wird unsere Umfrage auf LimeSurvey übrigens selbst gehostet, kein Bullshit,
wird das Ding also hochgehen. Die Leute, die also uns auf die Mail oder auch zu mir kommen, ich habe hier auch eine Liste, sei es auf Totholz oder kann das auch an meinem Rechner später eintragen. Wer sagt, okay, ich bin der Ansprechpartner für Dollar Space oder können auch Spaces in Gründung, also Leute, die jetzt sagen, okay, wir sind hier eine Anzahl von Leuten in irgendeiner Stadt, die zusammen einen Zweck erfüllen möchten und vielleicht auch ein bisschen dadurch sichtbarer werden wollen, dass sie an der Umfrage teilnehmen und auch ihre Bedürfnisse dadurch mitteilen, auch in die Umfrage reingehen und dadurch sichtbarer werden. Also da wäre ich froh, wenn ihr wollt, kommt auf mich zu. Ich habe also die Möglichkeit, euch einzutragen und dann mit einzupflegen. Ende des Monats kommt also die Umfrage live und ihr kriegt Mails von mir. Und dann, ja gut, Ende, die Auswertung wird Ende der Sommerpause dann kommen. Ihr könnt die Umfrage ausfüllen, denke ich, so ein Monat, anderthalb Monate lang. Die Deadline wird euch dann mitgeteilt. Und wenn dann die Auswertung erfolgt, dann wird eben Spätsommer, Herbst das Ganze öffentlich auf jeden Fall präsentiert. Wie und was das sein wird, das ist noch eine Überraschung, weil wir das selber noch sehen wollen, wie zum Beispiel überhaupt die Reaktionen sind, was die Studie überhaupt ergibt. Und daraus heraus werden wir eben auch sehen, wie wir dann die ganze Sache dann auch publik machen und vor allem eng mit der Community halt zusammen präsentieren und diskutieren. Und jetzt gehe ich dann noch ein bisschen auf den Inhalt der Studie hin. Also was uns wichtig ist, ihr kriegt eine Mail, Teilnahme ist freiwillig, niemand wird zu irgendetwas gezwungen, selbst bei der Teilnahme gibt es die Möglichkeit, keine Angabe zu gewissen Fragen zu machen, weil wir sagen, gut, es ist blöd, irgendwie sagen, gut, nehmt an der Umfrage teil, und dann kommen plötzlich irgendwelche Fragen, wo man sagt, nö, das wollen wir jetzt nicht machen, wie zum Beispiel Fragen zum Finanziellen. Wir stellen zwar die Frage, ja, wie viel habt ihr ungefähr im Monat zur Verfügung? Aber das ist auch jetzt nicht eine feste Zahl, sondern ungefähr eine Range von bis, die man ankreuzen kann. Dann haben wir natürlich, wie sich die Spaces selber sehen. Das ist etwas, was uns sehr wichtig ist, weil vielleicht hast du irgendeine Initiative, eine Räumlichkeit und man könnte sagen von außen, ja, das sieht aus wie ein Hackerspace. Aber es sitzen die Leute drin und sagen, nö, wir sind eigentlich ein Makerspace, Fablab. Und das wollen wir eben gerne wissen oder vielleicht habt ihr irgendwie eine völlig eigene Bezeichnung. Und da sind wir eben sehr, sehr neugierig. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie wollt ihr und ob ihr überhaupt wollt, mit öffentlichen Stellen in Verbindung kommen oder mit anderen Space-Typen in Verbindung kommen oder auch mit privaten Sponsoren. Das kommt ja durchaus vor, dass Spaces auch manchmal private Sponsoren haben, teilweise. Und was zum Beispiel Kooperation von verschiedenen Space-Typen gibt, da gibt es ein unheimlich schönes Beispiel aus der Stadt Köln, wo die Dingfabrik zusammen mit der Stadtbibliothek Köln eine Art kleine Makerspace in der Stadtbibliothek Köln eröffnet hat. Da gibt es also ein Makerbot, da gibt es auch einen 3D-Scanner, aus dem man dann eben Dinge scannen kann, um die halt wieder auszudrucken. Und das sind halt Sachen, die eben vor allem in Verbindung mit der Dingfabrik halt angeschafft worden sind, auch unter Beratung der Leute aus der Dingfabrik. Und was ich sehr interessant finde, ist der andere Teil des Makerspaces in dieser Stadtbibliothek ist mehr kreativ. Und zwar, da können Leute hingehen, die Musik machen wollen, die jetzt zu Hause nicht die großen Rechner oder Equipment haben, aber sagen, boah, ich habe jetzt Bock, irgendeinen Track zu produzieren. Ich möchte irgendwie was machen. Und du kannst tatsächlich hingehen mit verschiedensten Mitteln, sei es an einem Rechner oder mit verschiedenen Tablet-Rechnern, Musik machen. Es gibt Kurse auch. Und da können also, ich denke vor allem auch junge Leute, die halt noch nicht viel Geld haben oder Menschen in anderen Situationen sagen, ich bin trotzdem kreativ und ich komme da kostenlos an Ressourcen ran und kann eine Platte produzieren, wenn ich möchte, in der Stadtbibliothek Köln. Und die Idee kam halt einfach dadurch, dass die Frau Vogt, die Chefin dieser Bibliothek, erstens eben mit den Makerspaces und Fablabs in Verbindung ist und eben in Amerika unterwegs war, wo Makerspaces wirklich mehr Stellen sind, die in Bibliotheken zu finden sind, als hier in Deutschland.
Die nächste Frage eben ist, gehe ich wieder auf das Finanzielle, was wir eben abfragen werden, ist, ob Spaces schon Fördermittel beantragt haben und dann, ob die Sachen eben von der Kommune kommen, vom Land oder vom Bund, uns interessiert eben dadurch, was gibt es denn schon, ist schon was abgerufen worden und wo könnten wir einen Indikator finden, in welcher Richtung man vielleicht einen speziellen Fördertopf dann angliedern könnte. Und eben alles ist freiwillig. Wir wollen niemanden zu was zwingen. Und ja, da könnt ihr einfach jetzt mal, wenn ihr wollt, dann auf mich zukommen. Ich würde mich freuen. Ach Gott, ja genau, die Zeitlauf habe ich euch ja schon gesagt, aber ihr könnt das jetzt gerne nochmal hier schriftlich sehen. Die Ergebnisse werden eben natürlich öffentlich und transparent gezeigt. Und ja. Ich würde mich nämlich freuen, wenn die Idee, die wir in NRW haben, Raubmord kopiert wird. Ist mir auch erstmals völlig egal, welche politische Couleur dahinter steckt. Aber wenn Leute, die irgendwie, sei es ehrenamtlich oder vielleicht in einem Stadtrat sitzen, sagen, hey, ich möchte das Thema auch mal reinbringen, macht das. Ihr könnt mit mir in Verbindung treten und sagen, gut, welche Erfahrung hast du schon? Oder das völlig selbstständig machen, aber sinnvoll wäre es, wenn man zumindest darüber koordiniert und sagt, hier läuft was, da läuft was und lass uns zumindest lose in Verbindung bleiben, damit man weiß, wo wird das Thema Spaces in die Politik oder auch gesellschaftlich ein bisschen stärker reingebracht, damit auch quasi zugespitzt gesagt Otto Normalbürger weiß, was sich hier im 21. Jahrhundert in den Städten und Gemeinden da tut mit diesen lustigen Leuten. Gut, dann möchte ich mich erstmals bedanken für das freundliche Zuhören. Und dieses schöne Geglitzer ist schon eine Ankündigung für meinen Talk heute Abend. Da gibt es nämlich die Design-Horror-Präsenshow, unter anderem mit Glitzer. Das wär's erstmal. Ja, danke Torte. Bevor ihr Fragen habt, möchte ich einfach nochmal anfügen, dass ich das grundsätzlich so als Kommentar, ich habe das erstmal, als du zu mir kamst und gesagt hast, möchtest du das so machen, dann erstmal ging bei mir dieses, oh nein, unsere Autonomie-Alarmglocke an. Ich glaube, das geht den meisten so. Aber du hast ja auch mit Joel zusammengearbeitet, ja. Und da war ich dann halt eigentlich schon ganz beruhigt, dass das wird schon irgendwie klappen so. Und damit ihr das versteht, es geht halt gar nicht darum, dass wir jetzt eine konkrete Förderung machen wollen, dass wir irgendwie Hackerspaces in Konkurrenz stellen, sich in irgendwelche Fördertöpfe zu kloppen oder dass irgendwie jetzt Hackerspaces Räume gestellt bekommen und dann nur noch beweisen müssen, dass sie es richtig machen, damit sie die auch behalten dürfen oder sonst solche Katastrophen wollen wir vermeiden. Und ich glaube, das ist von vornherein so auch gedacht, dass man halt sagt, was ist jetzt eigentlich das, was wir machen können? Also dass die Fragestellung, inwieweit Hackerspaces überhaupt gefördert werden können, da im Mittelpunkt steht. Und ich denke, das ist halt wichtig, ist das zu machen, damit man halt, damit Politiker wissen, was das ist, damit sie sich mit dem Begriff schon mal beschäftigt haben, dass sie darüber gebildet sind. Ne? Ja, eben, damit die. Und dass sie bei dem, was sie tun, auch nicht aus Versehen die Hackerspaces kaputt machen, weil das irgendwie hinten rüberfällt. Irgendwelche Brandschutzbestimmungen verschärft werden, ne? Und was alle möglichen Sachen könnten da passieren. So. Und ja, und jetzt gibt es halt so Ansätze, kam auch sowas wie so, wie können Hackerspaces in der Provinz existieren? So. Mein erster Gedanke dazu ist immer so, ja natürlich, man braucht nur Glasfaser, ne? Ja so. Gut, das ist die nächste Frage. Und zum Beispiel, was das Wort Hackerspace betrifft, da habe ich auch den Realitätscheck gehabt, und zwar als wir diesen Tagesordnungspunkt endlich beantragt hatten, rief mich die Ausschussassistentin, übrigens eine sehr nette, freundliche, geduldige Frau an und sagte, ja wissen Sie, Frau Nerdinger, ich habe da so ein Problem. Ich habe mir jetzt schon den Wikipedia-Artikel über Hackerspaces angeguckt. Irgendwie werden wir nicht schlau daraus. So Mist. Gut, ich habe dann einen Schrieb aufgesetzt, der dann auch später rumging durch die Fraktionen, der wirklich so erklärbärmäßig gezeigt hat auf sozusagen auf einem Deutsch, das vor allem auch Kulturmenschen verstehen, die Theater, Opern und Museen kennen, aber eben keine Spaces, damit sie sich vorstellen können, was das ist. Und ich habe dieses Papier vorher quasi Noob geproofed und unter Kollegen rumgereicht, die eben durchaus sehr kulturpolitische, viel mehr Vorkenntnisse haben als ich.
aber eben sich überhaupt nicht mit CCC oder mit Hackerspaces oder mit irgendwelchen netzpolitischen oder netzkulturellen Themen überhaupt auseinandergesetzt haben, geschweige denn irgendwie vom Rechner gesessen hatten, der kein Win, der sozusagen nicht irgendwie für MS Office oder mal Internet Explorer benutzt worden ist. Und die dann gesagt haben, oh, ich kann mir jetzt vorstellen, was das für ein Raum ist. Oh, das ist ja tatsächlich interessant. Da würde ich ja selber gern reingehen und da eintauchen in diese Welt. Und wir haben es tatsächlich geschafft, diese Neugierde zu erwecken. Und unter anderem während dieses Vortrags waren auch Leute aus dem Kultusministerium, da gibt es da hintere Reihen hinter der Regierungsbank, kam dann später auch eine Dame auf uns zu, die sagte so, oh, ich arbeite zwar im Referat für Musik und Tanz, aber was ihr da macht, ist total toll, ich würde gerne mal ins Dorf kommen. Und damit war das halt geschehen. Und da wollte ich halt noch eine Sache sagen, das ist mir jetzt wieder entfallen. Ja. Genau, habt ihr noch Fragen, Anmerkungen, Anregungen zu diesem Talk? Reicht mal den Mikrofon rüber. Okay, eben bei dieser Frage sozusagen in der Umfrage, habt ihr sozusagen, hängt ihr schon an einem Fördertopf? Ich glaube, das ist relativ interessant, was die Autonomität angeht, weil ich kenne relativ viele Spaces, die irgendwie an der Uni dranhängen. So, ja, genau. Da sind ziemlich viele Studenten drin und die stellen dann nachher auch die IT-Abteilung zum Teil. Oder ich kenne irgendwie andere Gruppen, die hängen halt irgendwie am Tropf vom CCC. So, die bekommen davon irgendwie Geld. Und ich glaube, das ist relativ interessant, weil das meistens auch deren Entscheidungsspielraum beeinflusst. Also vielleicht, dass man da halt nochmal andere Fördertöpfe mit reinpackt. Ja, ja, genau. Es gibt aber auch, hatte ich schon gehört, jetzt, wenn jemand von dort ist, bitte korrigiert mich, aber ich hatte mich mal mit jemandem unterhalten, der gesagt hat, zum Beispiel das Raumzeitlabor in Mannheim hatte mal Projektgelder bekommen für Bildungsmaßnahmen von der Kommune. Das war irgendwie für eine Maßnahme von irgendwie ein paar Wochen jemand quasi Geld bekommen hat, um irgendwie, glaube ich, was für Kinder- und Jugendbildung im Bereich Medienkompetenz oder Open Source war, dass wirklich die Kommune hingegangen ist, okay, ihr kriegt quasi nur, um diese Arbeit zu verrichten, um diesen Bildungsauftrag zu erfüllen, projektmäßig, diese Gelder. Es geht ja nicht nur um Töpfe, die halt länger institutionell da sind, um einen zu fördern, sondern auch vor allem um Projektmittel, die es geben kann, wenn man eben nicht an der Uni hängt oder an der Bibliothek oder am CCC. Und außerdem, das hab ich jetzt auch noch nicht ganz genau so anklingen lassen, weil das vielleicht für manche noch so ein bisschen ein Thema ist, wo man sich länger mit sozusagen auch innerhalb der Community lavieren muss, ist das Thema Dachverband. Es gibt zum Beispiel von Makerspaces oder FabLabs mittlerweile Verbände, die so ein bisschen übergeordnet sind, die selber hingehen können und vom Staat Gelder kriegen, die sie nach unten weiterverteilen, wie sie wollen. Das bedeutet, dass eben die Gelder nicht direkt vom Staat oder von der Kommune kommen, sondern von einem aus der eigenen Welt stammenden, wie auch immer, Metaverband, Metaspace. Und das ist etwas, was ich jetzt aus meiner kulturpolitischen Sicht immer sinnvoller finde, ist, wenn sich Leute zusammentun und sagen, gut, selbst wenn sie freiwillig in einem Raum von Nordrhein-Westfalen oder Rheinland hingehen und sagen, wir tun es zusammen und sagen, wir sind jetzt der Metaspace Rheinland und melden sich zum Beispiel auch als mögliches Mitglied für einen Kulturrat in Nordrhein-Westfalen. Wenn man dann in einem Kulturrat drin sitzt und in einem Kulturrat sind unheimlich viele andere Dachverbände aus unheimlich vielen anderen Kulturbereichen, ist man präsent, dann findet man statt. Und wenn man stattfindet und gesehen wird, kriegt man auch viel mehr Möglichkeiten und Kontakte, erstens sich selbst weiterzuentwickeln und man stößt auch andere, die vielleicht überhaupt keine Ahnung haben von diesem Bereich, darauf, das wahrzunehmen, vielleicht das auch zu respektieren und dann auch einfach dadurch viel mehr Achtsamkeit herzustellen, also auch im Bereich Kulturpolitik. Hallo. Also ein Dachverband
über alle Hackerspaces zu ziehen, also man merkt schon, wie ich spreche, und den dann auch noch mit der Macht der Geldmittelverteilung auszustatten, finde ich eine ganz schlechte Idee. Damit machst du das Thema Autonomie echt kaputt. Ja, ich habe noch ein bisschen mehr. Hast du mir vorhin zugehört? Egal, erzähl mal. Ja, Thema Fördermittel. Ich denke, es ist schon wünschenswert, dass auch Hackerspaces mit Geld ausgestattet werden, ohne ständig irgendwie dem Geld hinterherrennen zu müssen. Die eigene Erfahrung mit Förderprojekten bei uns, also ich bin in Berlin, war, dass wir gesagt haben, das machen wir nie wieder. Wir haben also ein Projekt im Zusammenhang mit Quartiersmanagement gehabt. Mhm. Das Umfeld war perfekt. Also die hatten uns alle lieb und die wollten uns alle helfen. Nichtsdestotrotz hat der ganze Aufwand, ein Förderprojekt durchzuführen, verwaltungskonform durchzuführen, bei uns zwei Projektleiter für ungefähr 4 Jahre verschlissen. Also wirklich so, dass sie so fertig waren mit Nerven, dass sie nach 2 Jahren gesagt haben, also das Ganze ist über 4 Jahre gelaufen, nach 2 Jahren war der erste durch und hat gesagt, ich kann nicht mehr, ich mache jetzt erstmal ein Jahr gar nichts mehr. Dann hat der nächste übernommen und der hat dann auch Pfötchen gegeben. Ja. Der Punkt ist, ich denke, es könnte helfen, wenn man das versucht, diesen Verwaltungsaufwand von den Leuten wegzuhalten. Dann aber eher im Sinne einer Dienstleistung und nicht im Sinne eines Dachverbandes der Verein. Was hat der Verein Deutscher Ingenieure mit einem einzelnen Ingenieur zu tun? Also dieses Verhältnis, das machst du sofort auf, wenn du sagst, ich mache den Dachverband und gebe dem dann auch noch irgendwie die Aufgabe, das Geld zu verteilen. Da kommen dann sofort die Machtmenschen vorbei und sichern sich die Position. Okay. Weil Dachverband hast du jetzt direkt ein Bild im Kopf. Du hast ein Bild von einer gewissen Struktur. Allerdings kann man ja, sag mal an, du hast jetzt ein Dachverband, das ist eigentlich wie ein Haus, ein Rohbau. Und du kannst diesen Rohbau ausfüllen und gestalten, wie du möchtest. Es gibt jetzt mal so ein analoges Beispiel. Bevor es die Hackerspaces gab, gab es in den 70er, 80er Jahren, das wirst du wahrscheinlich auch kennen, die soziokulturellen Zentren, die sich gegründet haben. Auch als Freiräume. Und da gibt es zum Beispiel bei uns in Nordrhein-Westfalen eine hervorragende Landesarbeitsgemeinschaft soziokultureller Zentren, die eigentlich fast nur dazu da sind, anderen soziokulturellen Zentren die bürokratischen Overhead zu nehmen und da nicht unbedingt die Machtmenschen sitzen, weil sich das rauskristallisiert hat. Wenn du so ein blöder Machtmensch bist, hast du da nichts verloren und du bist da schnell weg, sondern die Leute, die da sitzen, sind die Arbeitsbüffel. Und man kann genauso hingehen und sagen, wenn ich irgendwie unter freiwilligen Leuten Spaces, die sich zusammentun und freiwillig sagen, wir probieren das jetzt quasi als Versuchsprojekt und geben dem vielleicht sogar ein Verfallsdatum und sagen, wir probieren das jetzt mal aus, wie das funktioniert, freiwillig in einer Region oder vielleicht auch sozusagen länderübergreifend, aber sagen, wir tun es jetzt so eine Art Hacker-Federation zusammen und schauen, wie das funktioniert und sehen vor allem, in welchem Modus operandi das für uns besser geht. Und ich denke, das Muster, das ich eben da aus Nordrhein-Westfalen gesehen habe, wo es eben viel mehr darum geht, eine zentrale Verwaltungsstelle zu geben und auch eine Beratungsstelle, wie ich mit diesem schrecklichen bürokratischen Förderapparat umgehe, das halt würde ich für sinnvoll, zum Beispiel Spiel halten. Also ich ist halt etwas, was ich quasi wissenschaftlich würde man das vielleicht sagen, ein Forschungsdesiderat. Dass man rausfindet, probiert, wie würde das aussehen, wenn man sich zusammentut, um halt mehr Möglichkeiten zu finden, um das System weiter zu hacken, was also, Fördermittel betrifft. Wir sind ja Menschen mit Fantasie. Wir können uns ja auch vorstellen, dass uns irgendwie anders geholfen wird, als dass wir einfach nur Geld kriegen. Also dieses Abstrakte, das bringt immer was. Ne? Also ich finde, Glasfaser ist eine tolle Idee. Ich finde, es ist eine gute Idee, wenn man Immobilien vermittelt bekommt. Wenn man halt irgendwie eine Chance kriegt, ein Haus, ein kleines Haus oder zwei Etagen in einem Haus zum Hackerspace umzubauen, weil dann auch klar ist, was das soll. Dass das jetzt nicht irgendwie Freaks mit einer ganz bescheuerten Idee sind, die nach 4 Monaten schon kein Geld mehr für die Miete haben, dann nur Ärger machen oder die den ganzen Tag laute Musik spielen oder auf dem Hof rumtönen so und nur Ärger machen. So. Sondern das ist ja Leute, die eine Vorstellung haben. Darum, das finde ich halt, finde ich wichtig so. Ne? Ja.
Und was vielleicht auch nochmal zum Dachverband zurückzukommen, ist ein schönes, auch wieder natürlich eine Meta-Organisation. Ja, das tut mir so leid. Natürlich. Wir reden nicht über Zwangsmitgliedschaft, sondern freiwillig. Wir haben zum Beispiel bei uns den Freifunk Rheinland in Nordrhein-Westfalen. Das ist eben ein Zusammenschluss von vielen kleinen Freifunkvereinen. Und Freifunk selbst ist schon eine dezentrale Geschichte. Also, wenn du schon Freifunk sagst, sorry, dann bin ich jetzt wieder... Dann also, erzähle nee, mal bitte lieber Freifunk. Also Freifunk Rheinland e.V. ist ja ein Förderverein. Und zwar ist die ganze Idee, genau, dass man bei diesen Vereinen, die es in der Freifunk-Community gibt, sagt so, kein Verein ist ein Verband von Communities, sondern jeder Verein ist nur eine Förderung. Und jeder Verein hat natürlich gewisse Communities, die er fördert. So ist der Freifunk Rheinland halt einer, der sich halt erstmal auf den Westen des Landes konzentriert, weil die Leute da sich kennen und auf Handschlag so. Ne? Und da ja, das ist eigentlich schon alles, was man sagen muss dazu. Weil, ja gut, es ist ja schon in der Freifunk immer gesagt wird, die Communities sind die Leute, die Sachen machen so, und der Verein, der kann da gar nicht drauf so einwirken. Der kann halt nur mithelfen, wenn Sachen passieren, aber der kann es halt nicht steuern. Er kann aber auch repräsentieren, weil der Freifunk Rheinland hat jetzt schon einen Sitz in der Nordrhein-Westfälischen Medienkommission. Das ist ja kein Problem. Es geht ja darum, dass der Käse die richtige Schachtel findet. Ja gut, geh mal rum. Ja, hallo. Ich hatte gerade so ein bisschen den Eindruck, vielleicht kann man das auch hier gleich wieder falsifizieren, aber dass genau diese Diskussion, die wir hier gerade hatten, vielleicht auch so ein bisschen so ein Stadt-Land-Problem ist. Denn in den meisten Orten gibt es genau einen Hackerspace. Und da findet alles statt, was Leute da machen wollen. In Berlin ist es ein bisschen anders. Da gibt es eine nicht abzählbare Menge an Hackerspaces. Allein schon deswegen, weil man auch nicht genau weiß, zum Beispiel, ob die Base jetzt ein Hackerspace ist oder nicht. Sie selber behaupten das gerne. Ja. Also in Berlin. Ja, genau. Und das, 6, 9, also da 11. man sich tatsächlich vor allem durch seine Alleinstellungskriterien irgendwie definiert. Weil natürlich auch jeder Hackerspace natürlich auch irgendwie erstmal demonstrieren muss, warum es ihn überhaupt gibt. Also warum er tatsächlich einen Unique Selling Point hat. Da ist natürlich die Idee eines Dachverbandes, der dann eventuell sogar irgendwie sich... Oder ein Förderverein. Förderverein ist okay, Kohle kann immer vom Himmel regnen, das ist kein Problem. Aber wenn man erstmal dahin kommt, dass man dann auch irgendwie politisch sozusagen lobbyieren will für die Hackerspaces, dann müsste man ja erstmal wissen, was ein Hackerspace überhaupt ist. Aber wenn man da ganz viele sozusagen kleine Gruppen hat, die sich sozusagen dadurch definieren, dass sie diese Frage jeweils völlig anders beantworten würden, da hat man dann Probleme. Dafür ist unsere Studie da. This is why we're doing making science. Da, wo wir schon bei Berlin sind und bei Freifunk, kann ich ja auch berichten, dass die Leute gerade im Bereich des Fördervereins für freie Netze in Berlin und die Leute, die da Freifunk machen, zusammengearbeitet haben mit der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, und die haben einen Reader rausgegeben, in dem steht, was Freifunk ist, warum das gut ist. Also diese Medienanstalt hat sich da mit ihrem Direktor hundertprozentig dahinter gestellt, und in diesem Reader stehen halt verschiedene Aspekte, technisch und sozial, politisch erklärt, warum man sowas braucht, und das ist halt ein Türöffner, ne? Also wenn man sowas hat, kann man auch als einzelne Freifunk-Community, die dann mit ihrem Bürgermeister irgendwo in der Provinzstadt halt kooperieren möchte, da mit diesem Ding hingehen, und das macht was her, da ist erklärt, was es ist, in einer Sprache, die Leute verstehen. So. Arnsberg. Das ist Arnsberg ist natürlich ein gutes Beispiel. Ja. Aber das ist halt so ein konkretes Ergebnis, was auch daraus kommen kann, so aus einer Kooperation. Arnsberg im Sauerland, also kann man sich sehr ländlich vorstellen. CDU-Bürgermeister hat da Freifunk aufgebaut mit Freifunk Rheinland. Noch mehr Fragen? Wer hat noch Fragen?
der das initiiert hat und dann halt auch mit den jeweiligen Menschen und von Freifunk zusammengetroffen ist. Und man hat auch kurz danach in der Presse wirklich so ein Echo gesehen, dass wirklich Freifunk plötzlich in der Tagespresse erklärt worden ist. Und das muss ich sagen, war halt, weil Freifunk eben auch ganz stark aus den Spaces herauskommt. Für mich das Signal, geil, wir haben jetzt schon so eine Art, so ein Silbertablett, ein Projekt auf dem Silbertablett und sage, ja, guck mal, was hier rauskommt, das ist wertvoll für die Gesellschaft. Wollt ihr mehr von solchen Innovationen? Also gebt uns mehr Beachtung. Ja gut, dann wenn es keine Fragen mehr gibt oder Anmerkungen, dann können wir hiermit den Vortrag schließen und der Mensch, der nach uns kommt, kann sich dann hier auch langsam gemütlich machen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Applaus